In diesem Video möchte ich über eine Szene bzw. eine Deleted Scene aus Jurassic Park 2 The Lost World sprechen, über die auch ihr schon oft in den Kommentaren diskutiert habt. Generell Deleted Scenes scheinen euch sehr zu interessieren, deswegen werde ich das Thema jetzt auch öfter mal aufgreifen. Welche Deleted Scenes gibt es denn überhaupt? Warum wurden die rausgeschnitten oder würden die vielleicht Sinn machen, noch im späteren Film aufzutauchen? Wir sprechen jetzt erstmal hier über eine bestimmte Deleted Scene aus Jurassic Park 2 The Lost World. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bevor das Ganze hier losgeht, muss ich ganz kurz mal irgendwie eine Lanze für Roland brechen, beziehungsweise auch keine Lanze brechen, weil im Gegensatz zu vielen anderen finde ich, Roland ist ein extrem unsympathischer und beschissener Charakter. Beschissen nicht im Sinne von wegen schlecht gespielt, der Schauspieler ist grandios, aber eben die Figur bewirkt bei mir genau das, was sie scheinbar auch bewirken soll. Ich kann ihn ganz schwer einschätzen und das macht ihn irgendwie automatisch so ein bisschen unsympathisch, auch gerade in dem Moment, in dem Eddie Carr stirbt, als er seine Freunde rettet und Roland einfach mal diesen Spruch ablässt. Rex just fed, so he won't stalk us for food. Just fed? I assume you're talking about Eddie. You might show a little respect. The man saved our lives by giving his. Then his troubles are over. My point is that predators don't hunt when they're not hungry. No, only humans do. Oh, you're breaking our heart. Ist ein bisschen empathielos, bin ich der Meinung. Roland wird uns generell im gesamten Film als so der krasse Kämpfer, der Jäger, der eigentlich vor nichts Angst hat, gezeigt, der unbedingt einen T-Rex jagen und erlegen will. Und es gab ursprünglich eine Szene, die es nicht in den Film geschafft hat. Und über die sprechen wir jetzt hier ganz kurz. In der Szene sehen wir, wie sich Archie und Roland auf so einem Markt treffen oder eher so einem Platz, wo man eben auch schön was essen kann, irgendwo auf Costa Rica. Die beiden unterhalten sich und auf einmal kommt Roland mit seinem Tischnachbarn irgendwie aneinander und es kommt zu einer Schlägerei. Und ihr merkt schon, dass ich hier ganz leicht grinsen muss. Ich finde, dass diese Schlägerei irgendwie sehr komisch rüberkommt. Auf diese Szene habt ihr mich jetzt öfter angesprochen, dass ich doch mal meinen Senf dazu geben soll, was ich davon halte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's gut, dass diese Szene nicht in dem Film gelandet ist. Sie lässt Roland auf irgendeine sehr uncharmante und sehr unorganische Art und Weise noch viel krasser wirken. Er legt sich dann quasi mit diesem Typen an, hält sich dann so die Hand auf dem Rücken oder hält er sich sogar beide Hände auf den Rücken? Ich weiß es nicht. Ich werde euch auf jeden Fall die Szene mal hier oben einblenden. Er macht auf jeden Fall einen auf sehr cool nach dem Motto, ich muss nicht beide Hände benutzen, um dich fertig zu machen. Und dann gibt's da eben eine kleine Schlägerei und Roland ist eben der oberkrasse Kerl. Das Ding ist, dass diese Szene meiner Meinung nach so cringe und so seltsam ist und auch null zum Film beiträgt, dass ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, warum die es nicht in den späteren Film geschafft hat. Zumal Roland auch diese Fähigkeiten, diese krassen Kampffähigkeiten später nie wieder benutzt. Ich habe zwei Kommentare gelesen, die mir ganz klar versichert haben, diese Szene hat es nicht in den Film geschafft, weil sie einfach zu brutal für den Film gewesen ist. Das ist aber leider Schwachsinn. Ich meine, wir haben hier Szenen wie die von Eddie, der einfach mal in zwei gerissen wird und hier bekommt eben einfach nur ein Großmaul eine gescheuert. Diese Szene hat es offiziell nicht in den Film geschafft, weil der Regisseur selbst, also Steven Spielberg selbst gesagt hat, das passt irgendwie nicht so ganz rein. Also der Grund ist eben wirklich, dass die einfach null Relevanz für den späteren Film hat. Wir hatten bereits schon Deleted Scenes aus Jurassic Park 3 besprochen, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ey, die hätten dem Film nicht geschadet. Hier haben wir meiner Meinung nach eine Szene, wo ich ganz klar sagen muss, ey, lasst die halt raus oder gut, dass ihr die rausgelassen habt. Diese Szene ist schon ein bisschen seltsam, ich hätte die nicht gebraucht. Zumal sie auch irgendwie so ein ganz komischer James-Bond-Abklatsch von der Szene aus Jurassic Park 1 ist, in der wir Dennis Nedry und eben auch Louis Dutchton sehen, die sich genauso an einem Ort in Costa Rica treffen, sich dann erst miteinander unterhalten. Auch da gibt es irgendwas zu essen, das scheint so ein Outdoor-Restaurant zu sein. Nur, dass man in dieser Deleted Scene aus Jurassic Park 2 gesagt hat, wir setzen jetzt hier noch einen drauf und zeigen mal, wie krass Roland wirklich ist. Ja, ich hätte es auf jeden Fall nicht gebraucht, beziehungsweise ich habe es einfach nicht gebraucht. Ich persönlich bin froh, dass diese Szene nicht im fertigen Film ist. Ich habe dir die Szene mal unten in den Kommentaren verlinkt, die kannst du dir gerne auch mal komplett anschauen und da bin ich auf deine Meinung dazu gespannt. Meinst du, die Szene hätte doch in den Film gepasst oder bist du der Meinung, genau wie ich, dass es gut ist, dass wir diese Szene im fertigen Film nicht bekommen haben? Wenn dich das Thema Deleted Scenes interessiert, lass mich das auf jeden Fall auch wissen, da wird auf jeden Fall mehr davon kommen, beziehungsweise schneller und häufiger mehr. Ich für meinen Teil mag Deleted Scenes einfach, weil ich es immer sehr interessant finde, darüber zu reden. Warum ist die Szene vielleicht rausgekattet worden? Oder was genau hatten sie ursprünglich vor mit dieser Szene? Schreibt mir alle eure Wünsche und Gedanken dazu in die Kommentare rein. Ich freue mich drauf, die zu lesen. Und würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.